Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Und heute gebe ich eine kleine Einführung ins Eisschwimmen. Warum? Weil das wirklich Ihr Immunsystem stärkt. Okay, also vielleicht haben Sie mal was von Kneippkuren gehört. Das funktioniert so ähnlich. Oder eine kalte Dusche funktioniert auch so ähnlich. Wie fängt man damit an mit diesem Thema Eisschwimmen? Also das erste ganz Wichtige ist, Sie hören beim Duschen immer mit Kaltwasser auf, ab sofort. Am ersten Tag vielleicht 10 Sekunden, am nächsten 20, am nächsten 30 und so weiter, bis Sie es dann irgendwie geschafft haben, permanent und immer bei jedem Duschen wenigstens am Ende mal eine Minute kalt zu duschen hinterher. Wenn Sie das geschafft haben, haben Sie schon mal einen großen Fortschritt erzielt. Und ja, dann kann es ja jetzt losgehen mit dem See, ne? Also, wie geht man jetzt am besten in den See rein? Ausziehen, zack, reinspringen? Nein, das geht nicht. Wenn Sie mit kompletten Klamotten da jetzt reinspringen, dann ziehen die Klamotten an Ihnen, Sie geraten womöglich in Panik und es passiert das Unvermeidliche. Wenn Sie zu lange drin sind, sind Sie tot. Okay, also das Wasser hier heute hat etwa 4 Grad. Das ist für mich so die Richtschnur, wie lange ich drin bleibe. Für einen Anfänger würde ich mal sagen, bleiben Sie jeweils nicht länger im Wasser, in Minuten, als das Wasser an Temperatur hat. Also wenn es jetzt 4 Grad sind, dann sind 4 Minuten, finde ich für einen Anfänger schon ganz ordentlich. Ja. Wenn Sie Kanalschwimmer werden wollen und im Sommer stundenlang bei 15 Grad Wassertemperatur über den Ärmelkanal schwimmen möchten, ohne Neoprenanzug, dann müssen Sie das hier im Winter länger aushalten. So, was machen wir jetzt heute? Na, etwa die 4 Minuten, schätze ich. Also drüben gibt es so ein paar Bojen, da schwimme ich manchmal rum, wenn ich ein bisschen länger im Wasser bleiben möchte. Das mache ich heute mal nicht. Okay. Jetzt lege ich mal das Mikro beiseite und dann werde ich mich ganz schnell entkleiden und ins Wasser springen und dann schalte ich die Kamera hier wieder ein und bin wieder bei Ihnen, um Ihnen zu zeigen, wie ich dann hyperventiliere oder auch nicht. Hallo, so, ich bin jetzt im Wasser und ich versuche ganz normal zu atmen und ich gehe jetzt auch schrittweise rein, mache mich langsam nass und achte wirklich auf meine Atmung, weil die ganze Kontrolle muss hier oben bleiben. Also kann sein, dass es kalt anfühlt, aber das sind ja bloß Nervenreize, also ignorieren. So, ich gehe jetzt ins Wasser, schwimme eine kleine Runde und dann bin ich wieder hier.
30. Dezember. Ich weiß nicht, wie Graz hier draußen hat. Ein bisschen wärmer als im Wasser. Keine Panik. Der Atem muss ruhig bleiben. Das, was jetzt ein bisschen klopft, ist meine Aktivität im Wasser. Das, was jetzt ansteht, ist langsam und ruhig anziehen. Wenn ich wieder draußen bin, habe ich locker 5 bis 10 Minuten Zeit, wo ich mich sehr wohl fühle und mein Körper tatsächlich sich auch gar nicht kalt fühlt. Weil im Wasser, in dem ich jetzt immer noch sitze, ist der Kontakt mit der Haut wesentlich stärker und der Wärmeverlust natürlich auch sehr viel stärker, sodass ich rauskomme, dann fühlt sich das wie eine Art Isolation an. Es fühlt sich warm an, es ist gut. Ja. Also, und wenn ich angezogen bin, melde ich mich gleich wieder. So, ich bin jetzt wieder fertig angezogen. Ich friere noch nicht. Warum sage ich das so? Weil das, womit die wenigsten rechnen, ist, dass sie später doch noch anfangen zu frieren. Ja, dass ihnen richtig kalt wird, weil die Extremitäten, die waren ja im Wasser sozusagen vom Körper gar nicht richtig durchblutet, weil der Kreislauf hat sofort dafür gesorgt, dass eine gewisse Schutzfunktion eintritt, dass nach Möglichkeit alles nur dort bleibt, wo es hingehört, in der Mitte des Körpers, das Gehirn noch durchblutet wird vielleicht, ja, aber die Extremitäten sind tatsächlich ziemlich ausgekühlt. Also Hände, Füße fängt sofort an, Arme, Beine und diese ganze Kälte, die steckt im Körper drin. Und jetzt öffnen sich wieder die ganzen Adern und das Blut stromt wieder durch den Körper und nimmt jetzt die Kälte von außen mit quasi in den Körper rein. Und sie fangen dann jetzt nach dem Schwimmen so richtig an zu frieren. Na, wie kann man das vermeiden? Indem man sofort mit Aktivität anfängt. Also die Muskulatur muss erwärmt werden. Und das Beste, was sie dafür tun können, ist zum Beispiel nach Hause joggen. In die 20 Minuten ganz locker. Ja, also dann ist das Frieren zu vermeiden auf diese Art und Weise. So kann man das machen. Ja, und genau das will ich jetzt auch tun. Ich bin damit jetzt fertig. Noch kurz ein paar Tipps als Ergänzung. Gehen Sie nie alleine im Winter ins Wasser. Ja, also es muss immer eine Begleitperson dabei sein, die notfalls zumindest einen Rettungsdienst rufen kann. So, das ist der eine ganz wichtige Tipp. Das andere ist, dieses war nur eine Kurzanleitung. Sie können sich auch ein professionelles Coaching besorgen. Sowas gibt es. Da hat man einen Trainer 1,5 Stunden dabei, der einem vernünftig anleitet, das zu tun, was ich jetzt gerade gemacht habe. Einfach mal gucken, im Netz suchen, so nach eisschwimmen.com und ähnlichem. Da kriegt man entsprechende Informationen. Und was gibt es sonst noch? Na, die Hoffnung, dass der Bundesgesundheitsminister so ein Coaching in Zukunft subventioniert natürlich. Ne? Impfen wird ja auch subventioniert. Also warum sollte es nicht gefördert werden, das Immunsystem zu stärken? Das liegt ja wohl nahe. Also gut. Dann bin ich soweit fertig und ich werde mich jetzt mal aktiv betätigen, damit mein Körper wieder warm wird. Tschüssi.